möchte ich euch zeigen, wie diese Bézère-Lollipops gehen. Die sind ganz einfach und sind ein schnelles Geschenk oder eine schöne Kleinigkeit, zum Beispiel für den Adventskalender. Ja, und wie es geht, zeige ich euch gleich. An Zutaten brauche ich Eiweiß und Puderzucker. Und als erstes habe ich mir die Schüssel auf den Thermomix gestellt und habe mir mein Eiweiß abgemessen. Und das waren jetzt 130 Gramm. Das bedeutet, ich brauche 260 Gramm Puderzucker. So, und dann stelle ich mir irgendeine Schale hier rein und gehe auf die Waage. Und dann wiege ich mir hier einfach meinen Puderzucker rein. So, reicht noch nicht. So, 260 Gramm. Ihr könntet natürlich auch euren Mixtopf nehmen, den reinstellen, euch die 260 Gramm als normalen Zucker abwiegen und dann 10 Sekunden Stufe 10 euch den Puderzucker selber machen. So, als nächstes gehe ich hier zu meiner KitchenAid. Da kommt jetzt der Eiweiß, also das Eiweiß hinein. Ich schiebe mich noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Was ich noch vergessen habe, was ihr noch ganz wichtig braucht, ist eine Prise Salz. Ja, so, zack. Eine Prise Salz noch mit hinein. Und jetzt werde ich das Ganze auf Stufe 4 erstmal schlagen und später, wenn es dann nicht mehr so viel spritzt, auf ganz hoher Stufe. Und dann werde ich nach und nach den Puderzucker mit dazu tun. Da das Ganze ein bisschen lauter ist, werde ich aber Musik laufen lassen. Und das mache ich auch so lange, bis das Ganze wirklich richtig schön schaumig ist. Worauf ihr dringend achten solltet, ist, dass eure Schüssel auf jeden Fall fettfrei ist, genauso wie euer Rührwerkzeug. Weil wenn da Fett dran ist, dann wird der Eischaum nicht steif. Okay, ich fange an zu rühren und lasse euch ein bisschen Musik laufen. Ein paar Minuten später sieht mein Eischaum jetzt schon ein bisschen wie Schaum aus. Und jetzt fange ich an, den Puderzucker nach und nach mit einzurühren. Dazu lasse ich die KitchenAid auch wieder einfach auf voller Leistung laufen und rühre eben nach und nach den Puderzucker mit ein. Kurz meinen Teigschaber schnappen und werde einmal den ganzen Puderzucker, der hier noch am Rand ist, so nach unten schieben, damit der eben auch mit verrührt wird. Und ihr seht schon, wie schön das Ganze da am Rührwerkzeug runterläuft. Und das Ganze lasse ich jetzt einfach noch ein paar Minuten schlagen. So, wenn man möchte, kann man hier jetzt noch Lebensmittelfarbe mit reinmachen. Ich werde es nachher aber anders machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal meinen Backofen anmachen und zwar auf 100 Grad Ober-Unterhitze. Und mein Werkzeug hier schon mal rausmachen. Also ihr seht, ne, das läuft hier super schön runter. So sieht die ganze Masse jetzt aus. Und die werde ich gleich in einen Spritzbeutel füllen. Und vorher werde ich den Spritzbeutel aber noch ein bisschen bearbeiten. So, ich habe mir mal aus China so ein größeres Set hier gekauft. Und zwar sind da ganz viele verschiedene Spritztüllen drin. Und dann habe ich diese Spritzbeutel, diese Eimer-Spritzbeutel, die habe ich mir mal bei DM gekauft. Und dann suche ich mir jetzt diese hier raus. Die hat hier so, ja, wie so ein schönes Blümchen. Und die packe ich mir hier rein.
Zack. Und dann nehme ich aber den Beutel und drehe den mal so halbwegs um. Stütze den hier über meine Hand und halte dabei aber hier unten mit der Hand jetzt dieses Teil hier ein bisschen fest. Dann benutze ich diese Lebensmittelfarben hier. Das ist so eine Art Gel. Die funktionieren super gut. Die sind zum, ja, für Kuchen, für Icing, für alles Mögliche. Und jetzt nehme ich mir hier das Rot raus. Mache mir das einmal auf. Und dann nehme ich mir so einen kleinen Schaschlikspieß, tauche den mal in die Farbe rein und mache hier einfach so ein paar Linien mit der Farbe auf meinen Spritzbeutel. Einfach willkürlich irgendwo ein bisschen Farbe immerhin. Und das mache ich einmal ringsrum. Dabei drehe ich dann hier unten die Spritzpille. So. Okay. Das ist geschafft. Kommt die Farbe erstmal an die Seite. Und jetzt stülpe ich das Ganze wieder so um. Und dann werde ich mit dem Teigschaber ein bisschen was von der Füllung hier rein tun. So, dann werde ich immer gucken, dass ich am besten das so schön reinlaufen lasse. Es gibt dafür auch solche Hilfen, die habe ich aber leider nicht. Und da das jetzt hier ein Momentchen Geduld dauert, weil das hier langsam reinlaufen muss, mache ich das gerade mal allein. So, ich habe mir jetzt ein Backblech vorbereitet mit einem Backpapier und habe hier auch schon meine Füllung reingemacht. Und jetzt nehme ich einfach dieses Ding und mache hier solche Kreise. Ich wundere mich gerade, warum da noch gar kein Rot rauskommt. Zack. Dann mache in der Mitte einen Punkt und gehe dann so im Kreis drumherum. Jetzt kommt auch schon ein bisschen rosa. So, als letztes nehme ich mir dann noch 6 von diesen Cake Pops Stielen und stecke mir die hier so hinein. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das bei dem hier mache. Da mache ich so ein bisschen über Kreuz. Schwupp. Ja, ihr müsst immer gucken, wo ihr dann ein bisschen Platz habt, wie ihr da am besten reingehen könnt. Und hier mache ich es auch wieder über Kreuz. So, ja, und so packe ich mir die dann in den Backofen und lasse sie dann bei niedriger Temperatur, 80 bis 100 Grad, je nach eurem Backofen, bei Ober-Unterhitze und lasse sie ganz langsam trocknen. So, meine Lieben. Ich habe sie fertig und ja, das geht relativ fix. Das Einzige, wo es ein bisschen länger braucht, ist dann im Backofen, weil sie eben langsam trocknen müssen. Und da mache ich das so, ich habe gar keine feste Zeit, sondern ich warte halt einfach, bis sie fest sind. Man kann das ganz vorsichtig mit dem Finger testen, passt aber auf dabei, weil diese Zuckermasse wird natürlich mega heiß. Aber sobald sie hier fest ist, ihr könnt es natürlich auch mit einem Holzstäbchen oder so einfach nur ganz vorsichtig dran tipsen. Und sobald die fest sind, könnt ihr sie rausnehmen. Ja, ich werde die auf jeden Fall verschenken. Und ich finde, das ist eine nette Kleinigkeit, zum Beispiel für einen selbstgemachten Adventskalender. Okay, ihr Lieben, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat der kleine Tipp gefallen und